Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Wir sind hier auf Hoth unterwegs und als Attentäter des Imperators hinter Luke her. Einmal haben wir ihn schon besiegt, aber er ist abgehauen. Oh, super. Das lohnt sich ja jetzt richtig mit dem Anfang. Genau, die angsteinflößenden Aufräumtruppen, das sind diese großen, ja, gräulichen, nervigen Dinger mit den Raketenwerfern auf den Schultern, gehören zu den streng geheimen imperialen Projekt der dunklen Truppen. Ich dachte eigentlich, ursprünglich waren die dunklen Truppen konzipiert als quasi bessere Sturmtruppler, die die Macht nutzen können. Aber das war, glaube ich, nur in einem einzigen Spiel so erwähnt. Ja, so. Stürz jetzt nicht ab, du Sau. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Das war nicht ganz das, was ich vorhatte. Sag mal, imperiale Soldaten sind in die Basis eingedrungen. Imperiale Soldaten sind in die Basis eingedrungen. Das ist richtig. Auf mich schießen die aber nicht, oder? Nö, die wissen, dass ich auf deren Seite bin. Ja. Mal funktionieren die Griffe, mal nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Gibt's hier einen? Ja, genau. Hier gibt's eins. Wie viele haben wir denn schon? 3 von 5. Lol. Wie der mir noch eine mitgegeben hat, war aber schon irgendwie stylisch. Nee, hier gibt's nichts weiter. In welche Richtung muss ich es denn drehen? Drücken, schieben. Ach, einfach rausziehen. Ah. Frage, wo sind unsere Jungs eigentlich hergekommen? Durch die kaputte Tür? Was das denn? Ja, ist da hinten ist aber bestimmt wieder was. Genau. 4 von 5. Thank you.
So, dankeschön. Vielen Dank, dass wir diese Demonstration bald gewohnt haben. Das mit dem Durchpreschen ist irgendwie viel cooler als das Aufschubsen. Und jetzt? Jetzt durch. Dann alle. Da ist er ja! Schützt die Prinzessin! Ja, und? Deaktivieren Sie das Energiefeld. Was? Wo ist der Sniper? Was machst du da? Tanzen? Ich glaube, es hackt. Euer Arsch gehört mir. Ach nö, oder? Spawnen die etwa nach? Der war doch vorhin noch nicht da, oder? Hat er einfach noch nicht auf mich gezielt. Schütze wegmachen, Sniper wegmachen. Die Dinge kann man also auch kaputt machen. Falsches Ziel. Entschuldigung. Ja, okay, die spawnen wir wieder nach. Wie kann ich das kaputt machen? Wo ist denn da links? Ja, macht Sinn. Kann ich da jemanden reinstupsen auch? Probieren wir mal dich. Nee, funktioniert nicht so gut. Objekt? Ja. Nummer 1 ist schon mal hinüber. Was machen denn die ganzen Schneetruppen auf einmal hier? Probieren wir mal das. Ja, das ging.
Ich werde nicht vor meinem Schicksal davonlaufen. Oder vor dir. Mal weiß ich, wie ich dich schlag. Stehen bleiben! Du hättest nicht herkommen sollen. Luke, du machst mich wütend! Jetzt werde ich dich vernichten, Skywalker, wie ich deinen Vater vernichtet habe. Nein! Das hat jetzt ein Ende. Der Imperator hätte einen stärkeren schicken sollen. Ach, der hat sich nochmal komplett neu aufgeladen. Luke, jetzt wirst du aber langsam umgehobelt hier. Mach blitzen. Ich kann die dunkle Seite gegen dich nutzen. Ich kann nichts machen währenddessen, das ist ein bisschen blöd. Ben konnte dich nicht schlagen, aber ich kann das. Genau. Eben noch absolute Vollbusche und jetzt haut er mich kaputt oder was? Vor allem kann ich nicht mal so richtig einschätzen, wie weit ich mich bewegen kann hier. Na, jetzt geht's wieder irgendwie. Ist schon sehr cool. Du bist stark, Skywalker. Aber nur dein Hass kann dir die Kraft geben, deine Freunde zu retten. Ergib dich der dunklen Seite! Sehr gut. Mein Lehrling. Okay. Ich fand's schön, wie sich die Augen dann verfärbt hatten, als er zur dunklen Seite gegriffen hat. Es war eigentlich ziemlicher Schwachfug, aber in den Filmen haben sie es so gemacht. Naja, gut. So, da hätten wir das Nächste. Und dann fehlt noch Tatooine. Ich mal schauen. Ja, na dann. Runter da. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Fortsetzung von Hoth ist. Oder ob das unabhängig davon ist. Auf jeden Fall ist es auch mit Starkiller als Attentäter des Imperators konzipiert. Na los. Eilung.
Niemand mag Ladebildschirme. Ja gut, bin aber selber schuld. Ich habe das leider auf meiner langsamen Festplatte installiert. Der TIE Fighter, ein kleiner und wendiger Raumjäger für den einzelnen Piloten, wird in Massen produziert, um das Rückgrat des Imperiums zu stellen. Keine Ahnung. Ah, jetzt dürfen wir wieder. Na? Nein? Dürfen wir nicht? Och, und schon wieder muss ich die Musik rausschneiden. Das gibt's doch nicht. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Krieg der Sterne. Eine zerbrechliche Hoffnung. Es ist eine Zeit des Bürgerkriegs. Raumschiffe der Rebellen, von einer versteckten Basis angreifend, haben ihren ersten Sieg gegen das galaktische Imperium errungen. Während des Kampfes gelang es Spionen der Rebellen, für die geheimen Pläne was? Der Rebellen die Geheimpläne des der Hakengarken. Okay, naja, jedenfalls im Endeffekt ist das abgesehen vom letzten Absatz derselbe Text wie von Episode 4, also spielt das wahrscheinlich vor Hoth. Ob wir dann gegen Ben kämpfen? Bin ja mal gespannt. Na los, beweg dich weg. Blöder Text. Es tut mir leid, dass ich die Musik nicht zeigen kann oder drin lassen kann. Tam, 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 ja, wir haben Sterne. Ist richtig. Haben immer noch Sterne. Geht weg, Sterne. Mhm. Oh, das ist die Tente 4, die sie da rauswerfen. Cool. Oh, und da ist die Putte gegangen. Ist ja schade. Oh, er tötet Javas. Also, wer tut sowas denn? Das ist uns ja völlig fremd. Ich spüre, dass Sie noch keinen Erfolg hatten beim Verfolgen Ihrer Ziele, mein Lehrling. Nein, ein Meister. Wie ich es erwartet habe. Sie werden zum Palast von Jabba dem Hutt weitergehen. Seine Spione sind die einzige zuverlässige Quelle auf diesem Schandfleck eines Planeten. Er wird wissen, wo wir die Droiden finden. Ich werde sie nicht enttäuschen, Meister. Wir werden ja sehen. Also weder die Übersetzung noch die Synchro ist original. Gesiezt zu werden von Palpatine ist schon sehr spaßig, aber dann nicht mal die Synchronstimme von Ian McDermott zu hören? Naja. Wieder 5 Holocrons. Mal schauen, ob wir wieder alle so einfach finden wie bei Hoth. Aber ich würde sagen, hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, stay frosty!